Video, Leute, hat 100 Millionen Videoaufrufe und ich sag euch jetzt, warum das der Fall ist. Zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und Freunde, es gibt großartige Neuigkeiten. Ich dachte mir zu Beginn dieser neuen Ära, dass ich jeden Tag ein Video produziere. Jeden Tag um 16 Uhr. Nice. Dachte ich mir, komme ich mal wieder so back to the roots mäßig. Einfach mal wieder ein bisschen auf den Boden zurück. Im Sinne, dass ich dachte, hier ist die Couch und das ist der Boden. Ich stehe einfach nochmal in meinen Videos. Also immer nochmal was anderes ist. Ne? Wenn man steht und nicht immer sitzt. Ich habe gemerkt, selber so durch das letzte halbe Jahr habe ich halt immer bei mir auf so einem Tisch gesessen. Also ein normaler Wohnzimmertisch, habe ich mir draufgesetzt, Kamera vorgestellt. Und dann wird man faul. Ich glaube, so Concrafter macht sehr viel in seinem Video. Der sitzt sehr viel. Master Scorpion ist auch so ein Sitztyp. Inscope 21 zum Beispiel sitzt auch sehr oft in seinem Video auf dem Stuhl. Und das ist so, das ist die faule Generation. Wisst ihr, die können nicht mal mehr stehen. Da will ich jetzt einfach mal wieder raus aus dieser. Ich mache nur Spaß, Leute. Aber ich merke, es ist so, im Stehen hat man mehr Energie einfach. Wie dem auch sei, meine Freunde, jetzt schwitze ich. Scheiße. Heute geht es um ein ganz besonderes Video von mir. Das haben vielleicht die einen oder anderen schon bemerkt. An den anderen ist es vielleicht auch schon mega vorbeigegangen. Und im Titel steht, im Thumbnail steht, es geht um ein Video von mir, das 100 Millionen Videoaufrufe hat. Und für alle Leute, vielleicht gucken das auch gerade andere YouTuber an, die wissen wollen, warum es so viele Aufrufe hat, die werden zu diesem Video auf jeden Fall erfahren. So Leute, das hier sind ja meine ganzen Videos, die ich zuletzt hochgeladen habe. Und wir gehen jetzt hier auf beliebteste mal. Und wenn wir da draufklicken, dann fällt direkt ganz klar ins Auge, verdammt auch mal, 100 Millionen Videoaufrufe. Dann gibt es ja eins mit 34 Millionen Videoaufrufen. 12 Millionen ist auch nicht schlecht. Also man muss schon sagen, im Durchschnitt sind meine Videos ja, weiß ich nicht, vielleicht 400, 500.000 Mal geklickt. Und das hebt natürlich den Schnitt mega krass an. 100 Millionen Aufrufe, wie ist das möglich? Es fällt dir direkt mal ins Auge, ganz klar hier bei diesen Thumbnails, das sind alles ziemlich anstößige Thumbnails. Also das, was man auf YouTube unter Clickbait bezeichnet. Weil Clickbait ist im Endeffekt nichts anderes als das, was Leute dazu anlockt, auf ein Video zu klicken. Heißt, wenn ich zum Beispiel ein Thumbnail mache, das sieht so aus, dann werden sich wahrscheinlich alle denken, so okay, da muss man jetzt nicht draufklicken. Wenn ich aber im Thumbnail so gucke, wie ich das ungefähr immer mache, dann denken alle Leute, okay, krass, da geht irgendwas ab, deswegen klickt man drauf. Das ist im Grunde nur YouTube-ABC. Wenn man das nicht nötig hat, das zu machen und trotzdem viele Klicks kriegt, mein großer Respekt auf jeden Fall. Ich mache es auf die Art, weil ich es schon immer auf die Art gemacht habe. Man kann sich drüber streiten, aber ich finde es gar nicht schlimm. Dann übrigens ganz kurz eine Sache noch, bevor ich jetzt auf das Video gleich klicke. Das ist so ein bisschen so ein Standard-Ding. Das haben auch jetzt zuletzt, ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Das hat auch jetzt vor 3-4 Monaten. Irgendwer hatte das auch mal als YouTuber geschrieben. Und ich will es einfach ganz kurz mal aufklären, auch für Leute, die davon nicht so viel Ahnung haben, damit ihr einfach mal kurz von der Begrifflichkeit Bescheid wisst. Da schreiben viele, ich würde in den Thumbnails meine Freundin sexualisieren. Jemanden oder etwas sexualisieren bedeutet im Endeffekt eigentlich nichts anderes als das Geschlecht, also männlich, weiblich, und man kann auch als Mann sexualisiert werden, das Geschlecht ganz klein in den Vordergrund stellen. Meistens eben auf anstößige Arten, wie zum Beispiel, dass Frauen viel Brust zeigen oder Popo oder Männer vielleicht Sixpack oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Und wenn man sich die Thumbnails mal genauer anguckt, dann sind die keine Wegs irgendwo sexualisiert. Wenn, dann sind wir beide zusammen sexualisiert, wenn man so möchte, weil wir quasi diese Geschlechtsrollen, das Mädchen geht dem Jungen an die Hose, von mir ist so ein bisschen sehr deutlich zeichnet, aber an keiner Stelle ist meine Freundin sexualisiert oder ausgenutzt oder sonst irgendwas. Es ist halt einfach ein sehr anstößiges Thumbnail, das stimmt schon. Mehr ist es aber auch nicht. Punkt. Ende. Und man muss dazu sagen, das, was auf dem Thumbnail zu sehen ist, 30 Arten zu küssen zum Beispiel, diese Szene ist genau aus dem Video raus. In einer Beziehung geistigen Mädchen sollte diese Szene ist auch aus dem Video raus. Nichts, was versprochen wird, was am Ende nicht eingehalten wird. Nur an der Stelle mal ganz kurz für Leute, die sich immer drüber aufregen, könnt ihr ja machen, aber es ist weder sexualisierend, noch ist es irgendwie Clickbait auf eine fiese Art. Gotcha, bitch! Jetzt aber ganz kurz mal zum Video. 100 Millionen Aufrufe, wie ist das möglich? Dann sieht man erstmal 240.000 Daumen nach oben. Kann zwar sein, aber bei einem Video, was 100 Millionen Aufrufe hat, erwartet man schon ein paar mehr Bewertungen. Vor allem, das ist immer so das Hauptargument von vielen Leuten, wie ist es möglich, dass Deutschland 80 Millionen Einwohner hat, aber 100 Millionen Videoaufrufe da sind? Man könnte es natürlich so begründen, okay, man hat noch Österreich, man hat noch Schweiz, man hat vielleicht einen Teil der Niederlande, einen Teil von Belgien, vielleicht, wenn man will, noch Luxemburg und vielleicht noch ein paar deutschsprachige überall auf der Welt verteilt. Dadurch würde man zwar faktisch auf die Zahl über 100 Millionen kommen, weil es über 100 Millionen deutschsprachige Menschen auf der Welt gibt, aber ob wirklich alle von denen dieses Video gesehen haben, wage ich zu bezweifeln. Oder es ist tatsächlich auch nicht so. Ich kann euch jetzt gleich erklären, wie es eben dazu kommt. Es war aber wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, wie die verschiedenen Leute das ganz verschieden aufgenommen haben und wie ich teilweise auch krass gehatet wurde oder sogar beleidigt für etwas, was ich gar nicht getan habe. Aber dazu gleich mehr. Es haben tatsächlich sehr, sehr viele YouTuber Tweets darüber gemacht. Also ich glaube, zuletzt hat Izzy mal einen Tweet gemacht. Es gab aber auch viele andere, die da schon was rausgehauen haben, weil die sich einfach gefragt haben, was da los ist. Also ich finde es auch vollkommen verständlich. Ich würde mich da selber fragen, wenn ich das bei jemandem sehen würde. Weil ich meines Erachtens, ich bin nicht auf dem Top-Stand, aber ich glaube, ich müsste der deutsche YouTube-Creator sein mit dem meist aufgerufenen Video.
in eben ganz Deutschland. Sonst gibt es da halt noch Bibi's Beauty Palace mit Wap Bap, aber das hat 55 Millionen Videoaufrufe oder so. Das heißt auch mit einem großen Abstand. Ich habe sogar mehr Aufrufe als die allermeisten deutschen Musiker und Rapper oder sonst irgendwas. Also das ist schon ziemlich krass, wenn man sich das so vorstellt. Und jetzt fragt man sich ja, Jonas, wie ist es möglich? Wenn wir jetzt mal hier ein bisschen durch die Kommentare gehen. Alter, 84 Millionen Aufrufe, Digga, was zur Hölle, 100 Millionen Klicks. Wer ist vor 100 Millionen Aufrufen da? 70 Millionen, krass. Und alle fragen sich, wie ist es möglich? Es gab einige Theorien, die dazu aufgestellt wurden. Die erste Theorie ist, das ist die meiste Theorie, dass ich mir quasi die Klicks gekauft habe. Also der Junge ist aber hingegangen, hat sich 100 Millionen Klicks gekauft. Das klingt für viele, die davon keine Ahnung haben, super einfach. Erstaunlicherweise haben sogar YouTuber über mich behauptet, das habe ich jetzt gehört, quasi. Also es ging so quasi rum. Es gibt YouTuber, auch sehr große YouTuber, spannenderweise. Ich sage jetzt nicht, wer es war, aber es gibt die, die über mich behauptet haben, ich würde mir die Klicks kaufen. So, ich bin selber, mache das seit 8-9 Jahren, YouTube. Schon sehr, sehr lange Zeit auf jeden Fall. Und ich frage mich, ob diese Leute in all diesen Jahren entweder keinen Plan von YouTube haben oder einfach Lust haben, irgendwelche Gerüchte zu streuen. Weil 100 Millionen Videoaufrufe zu kaufen, würde erstmal immens viel Geld kosten. Wenn es so einfach wäre, sich so viele Aufrufe zu kaufen, dann würde das ungefähr jedes Werbeunternehmen machen, weil es gibt sehr, sehr viele Werbekampagnen, die floppen auf YouTube. Deswegen gibt es viele Firmen, die kaufen sich Klicks dazu, damit man eben nicht merkt, dass die Kampagne gefloppt ist. So ein Beispiel, also es ist jetzt wirklich nur XY-Firma. Nehmen wir einfach jetzt mal Lidl. Ist wirklich nur jetzt einfach ein Beispiel. Lidl lädt irgendwie auf ihrem Kanal ein krasses Werbevideo hoch zu einem neuen Produkt. Und dann ist es auch plötzlich so, das sehen nur 2000 Leute. Und dann ist es natürlich für Lidl unfassbar unangenehm, weil Aldi und Rewe und Edeka, weil die denken sich, krass, die haben da so einen Werbespot produziert für so viel Geld und das sieht fast niemand. Und damit es eben für Lidl und die Marke nicht schlecht oder unangenehm ist, schalten die das Ganze eben als TrueView. Das heißt, es wird am meisten als Werbung vor euren Videos geschaltet. Und dadurch erhöhen sich auch die Aufrufe. Ja, das ist also ganz einfach. Dadurch hat das Video am Ende dann, je nachdem, wie viel Geld die bezahlt haben, vielleicht 300 oder 400.000 Aufrufe, je nachdem, wie viel Geld die in die Hand nehmen. Mehr als 2-3 Millionen Aufrufe würde es aber meistens nicht, weil das unfassbar viel Geld kostet. Also man zahlt für 2-3 Millionen Videoaufrufe, zahlt man echt schon viele tausend Euro. Das ist der Unterschied. 100 Millionen Videoaufrufe zu kaufen, ich wüsste gar nicht genau, wie das möglich wäre. Mein Video müsste über viele Monate lang quasi als Werbung geschaltet sein. Müsste ich wahrscheinlich sogar mehr als 100.000 Euro zahlen. Warum zum Geier sollte ich so unendlich viel Geld da reinstecken, dass ein Video von mir so viele Aufrufe kriegt? Und es hat aber auch niemand als Werbung gesehen. Also das ist schon mal die erste Theorie, die es immer gab, die aber absolut Quatsch ist, weil ich würde das nie tun. Ich glaube, es gab auch noch niemanden, der sich so viele Views kaufen konnte. Zweite Top-Theorie war, dass mein Video gebottet ist. Also, dass ich mir die Klicks quasi gebottet habe. Aber da kann ich über jeden entwarnen. YouTube hat mittlerweile ein ziemlich stabiles und gutes System gegen Bots, gegen sogenannte Clickbots. Also, YouTube kann ziemlich genau erkennen, guckt da gerade quasi ein intelligentes Wesen das Video. Also, guckt es, wird es quasi aktiv geschaut oder wird irgendwie quasi nur im Dauerloop von irgendwelchen IPs das Video abgerufen. Und selbst wenn man sich irgendwie so 1000, 2000, 3000 Klicks botten, das ist schon möglich, denke ich. Aber 100 Millionen ist auch nicht möglich. Sonst gäbe es ja unendlich viele Videos, die 100 Millionen Aufrufe haben. Ich bin kein krasser Hacker, ich bin kein krasser IT-Nerd. Warum sollte also nur ich es schaffen, 100 Millionen Aufrufe zu generieren und niemand anderes? Ja, finde ich schon ein bisschen komisch einfach generell. Nein. Dazu gibt es aber auch sehr, sehr spannende Kommentare. Ich will mal gucken, ob ich hier ein paar finde. Einer schreibt, Junge, 140 Millionen Aufrufe, Alter. Hm, alles klar, okay, hast dich vielleicht doch ein bisschen verguckt? Nee. Ja, wurde alles gebottet, ist doch klar, der haut richtig raus. Aber hier zum Beispiel, der Kommentar ist typisch für jemanden, der keine Ahnung hat, aber einfach mal drauf loshaten möchte oder einfach gerne seine Meinung kundgeben will, obwohl er gar keinen Plan hat. Ich lese den Kommentar kurz vor. Okay, Leute, Jonas Videos haben nie mehr als 2 bis 3 Millionen Videoaufrufe. Ich weiß, jeder hier ist anscheinend zu blöd oder einfach zu jung, um das zu checken, aber die ganzen Klicks sind gekauft. Das ist sowas von unrealistisch und auch nur bei einem Video das zu machen, echt schlecht von ihm. Der hat einfach Firmen, die ihm seine Klicks und teilweise auch Likes und Kommis automatisch zukommen lassen. Das ist alles fake, dafür macht er schön Werbung oder Placements für die und wird gesponsert. Ja, genau. So läuft es nämlich ab. Ich mache nämlich gerade eine Werbekooperation mit Lidl und Lidl gibt mir dafür ganz viele Aufrufe, weil so funktioniert es. Und das ist nur ich mache das, niemand anderes macht das so. Alles schön Placements. Ach, das ist auch ein Lidl-Placement hier. Habe ich schon gesagt, das ist ein Lidl-Placement hier? Habe ich das schon erwähnt? Habe ich noch nicht erwähnt, ne? Das Video hier wird übrigens auch 300.000 Milliarden Aufrufe haben, nur dass ich schon mal Bescheid weiß. Ich lese weiter. Schaut euch mal alleine die Kommentare unter den Top-Comments an, als ob euch da nichts was auffällt. Das sind alles gekaufte, die nur schreiben, teilweise gar nichts und taggen nur. Oder auf irgendeiner Sprache. Warum sollte das jemand in seiner Freizeit machen? Ich heiße Marvin. Das sind alles Bugs, keine echten Personen. Da schreibt ja ein richtiger Experte. Das sind alles Bugs. Das sind nämlich alles Käfer, die das machen. Man dachte erst, es sind Menschen, also sind Bugs. Vielleicht meint sie Bots, vielleicht. Aber hier, die hat Ahnung. Das heißt nämlich definitiv Bugs. YouTuber sind die größten Arschlöcher und Faker heutzutage. Ich würde mir das dreimal überlegen, nochmal ein Video von jemandem wie dem hier anzuschauen. Ja, genau. Weil, ganz ehrlich, Leute, ich will nur was erwähnen, okay? Selbst wenn es so wäre, dass ich mir Klicks kaufen würde, es würde 0% am Inhalt ändern. Selbst wenn es so wäre, dass ich mir jedes Video 100 Millionen Aufrufe machen würde, das Video hier zum Beispiel, würde es irgendwas ändern, dass dieses Video hier unterhaltsam ist? Nein, würde es nicht. Es wär scheißegal. Deswegen, warum sollte man sich dreimal überlegen, ob man von einem YouTuber die Videos guckt, die gebottet sind oder nicht? Es ergibt einfach keinen Sinn. Was anderes ist vielleicht bei Leuten, die sich irgendwie in die Trends botten, was, glaube ich, vor 2-3 Monaten mal eine krasse Welle kurz war. Aber auch da hat mittlerweile YouTube Mittel gegen gefunden, warum es nicht mehr
funktioniert. Also erstmal chillen, bevor man direkt, weißt du, ich wurde direkt als Arschloch beleidigt für was ich gar nicht gemacht habe. Also ich frage mich, warum Leute direkt so drauf sind. Was ist los mit dir? In einem Punkt hat er aber recht. Die Kommentare bestehen, wenn man sich das mal anguckt. Also man schaut sich hier mal ein paar Sachen an. Zum Teil tatsächlich aus ganz schön komischen Sachen. Zum Beispiel schreibt einer, fake you? What the f***? Einer schreibt VW, ED. Dann gibt es hier so Kommentare wie den hier. Man kann nicht mal erkennen, was er genau meint. Hier steht, no les entiendo esa para tontos ni a usted la meridas. Und darunter schreibt jemand, usted se esteren borvina locos o cosón costada privada, Dios mío. Okay. Ja, die haben bestimmt das Video 1:1 verstanden. 30 Dinge, die man in der Beziehung nicht tun sollte. Haben bestimmt herrlich gelacht über die ganzen Gags, die eingebaut wurden. Genau. Und damit sind wir, ich leg das Handy mal gerade auf Seite. Da sind wir auch schon beim Knackpunkt. Warum dieses Video so viele Aufrufe hat. Um jetzt gerade mal kurz direkt rauszuhauen. Dieses Video ist nicht in Deutschland oft gesehen worden. Also vielleicht zuletzt haben sich nochmal einige angeguckt, weil die dachten, okay krass, wieso hat das Video so viele Aufrufe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einige von euch jetzt mal auf das Video klicken, einfach um vorbeizuschauen. Aber tatsächlich, dieses Video ist international viral gegangen oder geht genau genommen international immer noch viral. Viral bedeutet, dass quasi eine große Menge an Leuten das Video guckt und quasi immer weiter gestreut wird. Manchmal ist es sogar wie eine Art exponentielle Verteilung. Einer sieht es und der Algorithmus empfiehlt es zwei Leuten weiter, diesen zwei Leuten dann jeweils nochmal zwei Leute und plötzlich wird das Video ganz, ganz oft angesehen. Das Video wird vor allem in Ländern angeschaut, in denen es oftmals problematisch ist, anschlüssige Inhalte im Netz zu finden. Das sind Länder wie Indonesien, Indien, Pakistan, Iran, Irak, Türkei, Brasilien. Also Länder, in denen es grundsätzlich nicht erlaubt ist, zum Beispiel Pornoseiten aufzurufen. YouTube ist da eine Ausnahme. Also YouTube ist da eine Plattform, die dort erlaubt ist, die man anschauen kann, soweit ich mich richtig informiert habe. Und deswegen sind Menschen, die quasi das Bedürfnis haben, sich etwas anzuschauen, was einem Porno oder sexuellem Inhalt sehr nahe kommt, sind quasi dann auf YouTube angewiesen, dort solche Inhalte zu finden. Und deswegen gibt es einige Menschen, die sich solche Inhalte explizit raussuchen, wo das Thumbnail eben darauf vermuten lässt, dass es sehr anschlüssigen Inhalt gibt. Und das Thumbnail lässt ja absolut darauf vermuten. Moment, Denise ruft gerade an, Leute. Hallo, was gibt's denn? 2000 Jahre später. Alter, Leute. Denise hat einfach ihren Schlüssel vergessen. Was hätte sie gemacht, wenn ich nicht da gewesen wäre? Egal. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Leute eben nach solchen Inhalten suchen und dabei dann auf mein Video gestoßen sind. Weil das nicht nur einer war, sondern sehr viele, ist es so, dass dieses Video, 30 Dinge, die man in einer Beziehung nicht tun sollte, regelmäßig in den Trends ist. Also nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. In eben Ländern wie Indonesien und Indien, Türkei, Irak, Brasilien, wo auch immer. Und da Denise blond ist, und ihr wisst ja, tatsächlich sind blonde Mädchen dort nicht so oft und deswegen eben besonders angesehen, attraktiv, hat es den Faktor nochmal erhöht. Vielleicht auch, weil ich blond bin, kann man auch sagen. Naja, jedenfalls, Fakt ist, wenn ich mir die Statistiken von dem Video angucke, dann sind die meisten Aufrufe nicht aus Deutschland, Schweiz, Österreich, sondern tatsächlich, Topland ist Indonesien. Viele Grüße an einmal indonesischen Zuschauer. Das Ding ist, Leute, mir bringt es gar nichts. Viele denken jetzt so, krass, 100 Millionen Aufrufe. Er hat bestimmt jetzt auch schon viele tausend Euro damit gemacht. Null. 0%. Glaubt mir, dass fast alle meine Videos, die ich momentan so hochlade, mehr Einnahmen generieren als dieses Video insgesamt. Weil es halt in Ländern wie Indonesien und diesen ganzen anderen Ländern quasi keine Werbeschaltungen gibt. Und wenn es Werbeschaltungen gibt, dann sind es komplett schlecht bezahlte. Weil natürlich die Kaufkraft in diesen Ländern viel schwächer ist. Ist auch egal, ist auch quasi eine Wechselkursgeschichte und so weiter. Fakt ist auf jeden Fall, mit diesem Video verdiene ich quasi keinen Cent. Also für alle, die jetzt gerade denken, wow, er ist jetzt Millionär durch das Video geworden oder so, kein bisschen. Und es ist für mich einfach nur mega lustig zu sehen, dass es so ein Video gibt, was so krass abgeht. Auf der anderen Seite muss man aber auch dazu sagen, es ist irgendwie so ein bisschen ungeil zu wissen, dass es Leute gibt, die das Video anschauen und wer weiß, wo ihre Hand gerade haben oder wer weiß, was dabei machen, während sie das Video konsumieren. Deswegen werde ich jetzt in den nächsten Tagen, wenn ich es schon getan habe, das Thumbnail ein bisschen umändern und bin mal gespannt, wie sich das ändert. Ich habe mir aber selber gesagt, ich will auf jeden Fall bis zu 100 Millionen warten, weil es einfach so eine krasse Sensation ist. Irgendwie einfach so ein Video zu haben mit 100 Millionen Aufrufen ist einfach zu witzig. Deswegen jetzt gerade für alle Zuschauer, die Klicks sind nicht gebottet, nicht gekauft. Für alle YouTuber, es war absolut Zufall. Es gibt genug andere deutsche YouTuber, die sehr ähnlichen Content machen wie ich, bei denen ist es nicht passiert. Von Glück kann man im Grunde aber auch nicht reden. Ich habe nämlich tatsächlich mittlerweile auch einige indonesische Abonnenten, die aber meine Videos natürlich gar nicht gucken. Ist halt auch so ein bisschen mehr Schein als Sein mäßig. Aber ich habe sie nicht ausgesucht und ich werde jetzt das Thumbnail wieder ändern. Ja, das ist die Wahrheit gewesen. Leute, ich hoffe, ihr habt es mitbekommen. Jeden Tag bei mir um 16 Uhr ein neues Video. Ich wünsche euch jetzt auch einen wunderschönen Tag. Bis morgen, 16 Uhr. Unbedingt einschalten. Bis dann und ciao.